Wir rennen weiter. Ich habe mir ein paar Audio-Einstellungen umgestellt, ein bisschen ein EQ eingestellt, am EQ gedreht. Das sollte heißen, grob übersetzt, dass vielleicht meine Stimme besser klingt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht merkt man den Unterschied auch gar nicht. Dieser kleine Barame. Oh nein, nicht töten. Kleine Unterschiede vielleicht. Aber ja. Hatte schon eigentlich ein EQ drin, ein dynamisches. Jetzt haben wir noch ein weiteres drinnen. Für ein bisschen Endeffekte, alles ein bisschen boosten. Wird ja ständig bei mir ein bisschen was herumgetestet. Audio, Synchronizität von der Webcam, die ja jetzt gerade nicht. Mist, Mistviech. Mistviech, Kröte! Ich glaube, jetzt bin ich overpowered. Ich darf nur nicht getroffen werden. Schaut euch das an. Ja. In einer guten Position bist du nicht gestorben. Oh, ja. Sobald ich meine Safe-Fähigkeiten abgegradet habe, werde ich wieder herschauen und die Safes hier aufknacken. Ist das eine Leiche? Die haben wir doch schon geblutet. Geblutet und gelootet. Du. Ein kleiner Beißer. Oh, der hat mich erwischt. Ich habe ihn nicht treffen lassen. War ein taktischer Treffer von ihm, den ich zugelassen habe. Ich kann mir ja Tränke wieder reinwürgen. Mittlerer Heiltrank, untere Taste. Was haben wir hier Gutes zu messen? Bürger. Sehe ich da unten eine Kröte? Hier sind hier überall die Kröten. Ich sehe eine Leiche. Ein Truthahn. Zuerst Truthahn ausschalten. Komm hier, you. Hier sieht es so friedlich aus. Was dagegen, wenn ich mal in den See pissen gehe? Oh, tu dir keinen Zwang an. Oh. Später vielleicht. Muss erst noch ein bisschen Druck aufbauen. Das scheinen die Sachen zu sein, die ich für diesen vergesslichen Typen suchen sollte. Das war noch nicht alles. Ich sollte weitersuchen. Das war noch nicht alles. Ich sollte weitersuchen. Wirklich? Was soll das sonst noch sein? Zwei seiner Namen haben wir gefunden. Nalle und Nolle. Hast du schon dein Business gemacht, Bully? Wirklich, der Name Bully stört mich leicht. Ist wie ein selbstgegebener Name. Wie viele Pfeile haben wir denn? Mist. War zu abgelenkt. Ah, es gibt's ja nicht. It's running. Was? Wo willst du denn hin, du kleines Viech? Hast du eine Granate geworfen, du Verrückter? Bevor ich noch wirklich sterbe hier, wird das Viech zerlegt. Und Ratte gefuttert. Ah, da ist wieder wer. Aaron. Das war noch nicht alles. Ich sollte weitersuchen. Das sind wirklich auch weit, Leute. Erik. Ich glaube, ich habe alles. Ich sollte zurück in die Katerstadt gehen. Jetzt schauen wir noch, ob was in der Nähe ist.
Guten Gang, ziemlich weit weg. Ganz am Berg oben. Das zweite, das Kopfgeld. Der Händler Ivan. Oh, wirklich hier drinnen einer. Okay, zurück, zurück, oder? Wo ist denn da? Nichts anderes zum Teleportieren gefunden. Schade. Was geht ab, Typ? Nichts. Hallo Onkel, bist du zum ersten Mal hier in der Stadt? Nein. Oh, schade. Aber vielleicht hast du ja trotzdem Interesse an meinem Angebot. Ich mag dir die Stadt zeigen. Kommst du mit? Nein. Nein, lass mich in Ruhe, Kleiner. Oh, okay. Dann gehe ich besser wieder. Warte mal. Ich glaube, die kleine Ratte hat mich bestohlen. Ich wollte es gerade sagen. Er wird mich wahrscheinlich immer bestehlen. Oh. Nicht weglaufen, Kleiner. Du hast doch viel kleinere Beine als ich. Ich hole dich doch locker ein. Wirklich. Er läuft noch immer. Ich hoffe für dich, du bist nicht wieder mit leeren Taschen gekommen, Stöpsel. Nein, Zack, diesmal hab ich was, ehrlich. Na dann zeig mal her. Das ist alles? 20 Elixit? Mehr hab ich nicht. Das glaubt dir doch ein Toter. Los, gib den Rest her oder setzt was. Verzieh dich. Wirklich? Na gut, ich will dir mal glauben. Aber wehe, ich finde später was zwischen deinen Sachen. Da haben wir dich ja. Du hast mich bestohlen. Ich? Nein, Herr. Sie müssen mich verwechseln. Wirklich? Ich mag dich. Hey, wenn du einen meiner Jungs als Dieb bezeichnest, bekommst du es mit mir zu tun. Probier. Und du bist? Derjenige, der dir gleich auf die Fresse haut, wenn du keinen Abgang machst. Du willst was aufs Maul? Kannst du haben? Mal sehen, ob hinter der großen Fresse mehr ist als heiße Luft. Mach dich auf eine Welt der Schmerzen gefasst. Kleiner aus dem Weg, das ist ein Feind. Ist er tot? Nee. Na schön. Ich schon mag besser. Scheiße, Mann, du hast echt einen harten Schlag drauf. Also, wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt meine Splitter zurück, die Stöpsel mir geklaut hat? Ja, schon gut. Mehr Schläge halte ich nicht aus. Hier, hast du deine paar Kröten. Hey, das ist nicht alles. Mir wurde mehr gestohlen als das. Moment, was? Ich wusste es. Dieser kleine Hosenscheißer. Ach, egal. Klär das mit ihm. Mehr hat der Junge mir nicht gegeben. Mach mit ihm, was du willst. Aber lass mich in Ruhe. Ist gleich mit Bulli ausgetauscht, der Junge. Du hast noch Splitter von mir. Du hast Zack ja ganz schön vermöbelt. Brauchst du deine Splitter unbedingt zurück? Ich hab wirklich Hunger und kann mir sonst nichts kaufen. Mir egal, gib mir meine Splitter zurück. Wenn's sein muss. Ich heiße übrigens Stöpsel. Und wenn du mal was zu essen übrig haben solltest, vielleicht kannst du mir dann was abgeben? Ich zeig dir auch, wie man Leute beklaut, wenn du willst. Für klauende Bengel wie dich gibt's nichts, klar? Arbeite gefälligst für dein Geld. Ich versuche es ja, aber ich bin so klein, mir gibt hier keine Arbeit. Oh. Ende. Okay. Da ja. Oh, Gott, der mit Bulli. Kinderarbeit unterstützt er. Was für ein Typ. Oh, hallo Nils. Hallo Erik. Hallo Aaron. Sind das hier die Sachen, die du suchst? Du hast es gefunden. Du hast meine Sachen gefunden. Sie waren alles, was mir jemals etwas bedeutet hat. Warum freue ich mich nicht? Ich fühle,
Nur Traurigkeit. Wo hast du die Sachen gefunden? Ich habe sie bei einigen Leichen gefunden. Oh, alles, was mir etwas bedeutet hat. Ich glaube, ich erinnere mich. Da waren Kreaturen. Erik hat geschrien, überall Blut. Ich habe sie zurückgelassen. Ach, hi. Ich heiße übrigens Aaron. Und du? Du hast doch gerade angefangen, dich zu erinnern. Erinnern? Woran? An deine toten Freunde, an die Sachen, die du gebraucht hast und so. Nein, nein, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich. Wenn du nichts weiter von mir willst, ich werde mir dann mal ein bisschen die Beine vertreten. Vielleicht gehe ich später noch in den Kinderhort einen trinken oder so. War schön, dich kennengelernt zu haben. Besuch mich mal wieder. Oh je. Er verdrängt alles. Eigentlich traurig. Ah, da war doch irgendein Typ, der mir noch eine Mission geben wollte. Den, für den ich die Lebensmittel besorgt habe. Outlaw Sockeltisch. Ja, Kampfwaffen. Nein, haben wir nichts noch. Ich brauche einen Sockeltisch. Vielleicht. Er war... Oh, Jacks. Er kann auch immer nicht fliegen. Ist er wieder da drin, der Typ? Nein. War wahrscheinlich nicht sein Haus. Oh, er hat mir keinen Missionsmarker gegeben. Er hat nur gesagt, Haus im Westen. Hier ist... niemand, wie es scheint. Soweit. Auch kein Sockeltisch. Ist ja alles verschachtelt da. Noch jemand oben hier? Hey du, Adler. Was ist das für ein Tisch? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Okay, dann halt nicht. Hier drüben, ganz hinten, ist noch ein Haus. Ah, ist ja egal. Hast du was für mich? Bereit für große Schandtaten? Ich schon. Bei dir bin ich mir da nicht so sicher. Und denk dran, ich hab dich im Auge. Ist okay. Dann gehen wir zu den Morkons. Ja, komm, wir Geschäfte. Ach Gott, Mr. Händler der Kleriker, das sind nicht die Morkons. Ja, zu den Morkons. Yeah, let's go. Hey ho. Nehmen wir Bulli mit, vielleicht finden wir ja ein neues und nerven und beleidigen. Und ich, das hab ich wohl getötet. Die geilen Maschinen da drüben. Was geht ab, Wachen? Ich habe gerade keine Zeit. Ich würde mich gern weiter mit dir unterhalten, aber ich habe momentan keine Zeit. Warte du jetzt erstmal ab, was Khan sagt. Ich hab zu tun. Okay. Was war das? Verhaltensregeln. Die brauchen wir nicht. Es wird alles gestohlen. Apropos, nehmen wir. Setzen wir die Brille besser es nicht auf sonst. Es ist schon an ein Wunder, dass die Morkons hier unten so lange überlebt haben. Wenn ich in so einer Höhle leben müsste, wäre ich längst durchgedreht und hätte ein paar Köpfe eingeschlagen, nur um hier wieder rauszukommen. Hast du vergessen, was auf dem Spiel steht? Warum versuchst du es nicht beim Versorger? Das habe ich. Gleiches Ergebnis. Ich kann dir jedenfalls nicht helfen. Halt mich in Zukunft raus. Jo. Leben in Stillstand. Fremde besuchen die Käfige nur selten. Also... was willst du von mir? Kümmerst du dich um die Gefangenen? Ich achte nur darauf, dass sie am Leben bleiben. Tot nützen sie uns nichts. Auch wenn nicht alle diese Meinung teilen. Wovon redest du?
Du bist noch nicht lange hier. Kein Wunder, dass du das Offensichtliche nicht verstehst. Ich spiele auf diese verbohrten Wichtigtour an. Die Resistenten. Aber im Gegensatz zu ihnen benutzen wir Abwerber unseren Verstand. Wir haben erkannt, dass der Tod warten muss, wenn unsere Existenz bedroht ist. Lassen wir den Resistenten alles durchgehen, wird bald keiner mehr da sein, der unsere Gemeinschaft schützen kann. Tun wir es nicht, bluten wir langsam aus. Kannst du also nachvollziehen, warum wir Gefangene machen? Oh. Nein. Aber sie sind mir sowieso egal. Es könnte dein Arsch sein, der gerade im Käfig versauert. Schon einmal darüber nachgedacht? Es ist mir sowieso ein Rätsel, warum einem Außenweltler freies Geleit gewährt wurde. Dieses Privileg erhalten nur die wenigsten. Aber hier die Kurzfassung, damit auch dein Geist zu begreifen lernt. Wir machen aus den Gefangenen neue Gläubige. Und jetzt entschuldige mich, ich muss die Käfige inspizieren. Fühl dich frei, das auch zu tun. Vielleicht überdenkst du dann deine Haltung. Die hier lebten sind schon lange tot. Oder ich verstecke mich bei hinten und klar. Du hast hier nichts verloren. Ups. Das ist besser für dich, glaub mir. Was habe ich mir wohl dabei gedacht? Oh, wo ist meine Brille? Ja. Lalalala. Du hast hier nichts verloren. Ich bin hier nicht da. Ich weiß nicht, wovon du redest. Machen safe. Bin nicht gut genug. Waren da nicht Nummern drauf auf dem Zettel, den ich gerade erhalten habe? Wo ist es? Auftrag schreiben. Nein, das war nicht. Aussagen war es auch nicht. Nein, Gefangenesbericht. 36, 8. Okay. Steht nichts um, was ein Tipp sein könnte. Eisenherz. Irgendwas Wichtiges hier? Nicht schon wieder. Wache! Ab, hoffen wir es, Tote. Plündernd. Den Mörder Helix. Drapen. Den kann ich leider nicht töten, weil sonst kill ich da ein paar Gefangene. Bist du nicht Kaya? Könnte sein. Was soll das? Warum liegen hier drei tote Gefangene? Die schlafen doch nur. So wie du, hm? Huh? Besorg eine Karre und beseitige die Kadaver, bevor noch mehr Ungeziefer angekrochen kommt. Los! Verfluchter Dummkopf! Die Wachen, die Resistenten, allesamt unfähig! Was ist mit dir? Willst du noch länger rumstehen oder endlich etwas tun? Langsam. Was liegt überhaupt an? Ich habe es satt, dass ich der Einzige bin, der für die Gefangenen einsteht. Gefangene machen ist das eine, sie zu versorgen das andere. Wenn nicht bald etwas geschieht, verhungert auch noch der Rest von ihnen. Und eine Leiche wird niemals den Willen Ravaks verkünden. Hilf mir, das zu ändern. Hilf mir, sie zu versorgen. Leg dir genug Rattenfleisch herum. Gut. Was muss ich tun? Ich sag dir gleich, das wird keine Kleinigkeit. Wir müssen sicherstellen, dass die Gefangenen genug zu beißen kriegen. Und das kostet. Hör dich nach Morkons um, die bereit sind, einen Teil ihrer Splitter zu spenden. Klingt machbar. Denkst du? Ravak hat uns mit Sturheit gesegnet. Eine einmalige Spende wird nicht reichen. Es müssen regelmäßig Splitter fließen. Erwarte besser nicht so viel. Gerade nicht von den Resistenten. Wenn du noch etwas wissen willst, frag. Ansonsten versuchen wir unser Glück. Triff mich später hier oder such mich irgendwo in der Grotte.
Wegen der Gefangenen. Ja? Kann ich auch etwas spenden? Natürlich! Jedes bisschen hilft. Wir sind sowieso reich. Hier, mein Beitrag. Damit kann ich ein paar Lebensmittel besorgen. Danke. Hätte nie gedacht, dass ein Außenweltler mehr Morkon ist als manch anderer hier. Warum mag Bully mich nicht? Alles, was ich mache, er hasst mich nur. Wer glaubst du, wird auf einen Teil seiner Splitter verzichten? Niemand hat hier wirklich viel. Du wirst also auf Widerstand stoßen. Und den Resistenten ist jeder Gefangene ein Dorn im Auge. In ihrer Welt existieren nur Ketzer, keine zukünftigen Brüder und Schwestern. Die Händler kannst du dir sparen, die übernehme ich. Nur ohne Tengis Zustimmung denke ich nicht, dass es was bringt. Und ihn und mich verbindet nicht gerade eine Freundschaft. Aber wenn du denkst, du kannst ihn überreden, nur zu. Oh je, naja, egal. Ja, er mag mich. Sonst noch jemand Wichtiges hier? Ne? No? No. Das Ding wieder runternehmen, sonst will ich alles klauen. Das geht einfach nicht gut. Hier oben war ich, glaube ich, noch nie. War das mal ein Flughafen? Das ist eine Grotte, also wahrscheinlich nicht. Nichts. Richter des Morkons. Kein Code. Leider gibt es auch noch keine Safe-Codes online. Da habe ich in der Albstadt schon mal nachgeschaut. Ah, kann ich vielleicht selber machen, wenn ich mir das gemerkt hätte und niedergeschrieben. Was haben wir hier für einen Tisch? Kann ich sowieso nicht dran? Ich muss. Wenn du was von. Oh, für sie muss ich noch warten, was sie auch immer will. Victor hat wahrscheinlich nichts für mich. Ach, der Typ. Dem kann man ja nicht reden. Munitionspresse. Davon verstehe ich nichts. Ich bin nicht gut genug. Was wird das denn? Ich nehme eure Loot. So nötig hast du es. Ich bin Jax, Baby. Natürlich habe ich das. Oh, ich bin schon verloren. Schwarz gebrannt. Was, das kann ich auch nehmen? Hey, Follower. Nasty. So, mein Freund. Das wird dich lehren, mir noch einmal zu widersprechen. Ach, schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Du kommst genau richtig zu unserer kleinen Party. Ach, der hier ist fertig. Aber ich noch nicht. Wie wär's? Vielleicht willst du ja seinen Platz einnehmen. Nasty, wie ich sehe, hast du dich kaum verändert. Das gilt ganz offensichtlich nicht für dich, du Penner. Vergammelst du immer noch in deiner kleinen, dreckigen Ruine da unten? Nein, nicht mehr. Das ist... es ist kompliziert. Was machst du eigentlich hier? Du gehörst doch eigentlich zu den Outlaws. Ah, die Scheiße im Fort kann ich mir nicht antun. Jetzt, wo die Berserker dort das Sagen haben, ne, lass mal. Und Baxter, der Duke von dem Dreckloch, das er Stadt nennt, da oben im Krater. Der Hurensohn würde mich von meinen eigenen Leuten wieder ganz von unten anfangen lassen. Da bin ich lieber hier bei den Fanatikern. Die sprechen wenigstens meine Sprache. Ja, das überrascht mich gar nicht. Ist der nicht tot, der Logan? Was ist mit deinem Bruder? Hast du noch Kontakt zu Logan? Nee, auf den Penner habe ich keinen Bock. Seit ihn die Berserker damals von seinem Thron im Fort getreten hatten, ist er nur noch ein kleiner Ganove irgendwo an der Küste.
Er ist heute kein Duke mehr, aber er führt sich immer noch so auf. Knackt Köpfe, mordet und plündert, wie immer. Soll er. Ich hab andere Pläne. Sieht so aus, als hättest du es dir gut gehen lassen hier in der Grotte. Es ist wie überall. Wenn ich mal fest auftrete, kleben sie mir am Arsch. Aber wem sage ich das? Du warst ja auch nie ein Kind von Traurigkeit, oder? Okay, wir kriegen eine Katze. Mit der alten Kaya. Die Entscheidung habe ich zwar nie getroffen. Ich glaube, man hat eine Entscheidung im alten Spiel, wenn man daten will. Aber ist ja egal. Bist du immer noch mit der kleinen Schlampe unterwegs? Wie hieß sie noch gleich? Kaya? Ich habe gehört, du hast jetzt so einen Balg mit ihr. Ja, das stimmt, aber ja, wir haben unsere Momente. Oh. Ja, ja, mach dir mal. Geht mich ja nichts an. Oh, wo war ich? Ach, keine Ahnung. Was sind deine Pläne? Was hast du vor? Die Morgons mögen Arschlöcher sein, aber sie bringen die Dinge nach vorne. Endlich mal Leute auf diesem verdammten Planeten, die den direkten Weg nehmen und ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Ja, das passt zu dir. Trotzdem haben sie nicht die Cleverness, auch über die Landesgrenzen hinaus ihre Stärken auszuspielen. Ich meine, guck dir die Scheiße hier doch mal an. Eigentlich müssten alle hier schon lange aus ihrem Loch gekrochen sein. Manchmal habe ich das Gefühl, sie scheißen sich vor Angst vor den anderen Gilden die Hosen voll. Warum kümmert dich das? Lass sie doch einfach verrecken. Vielleicht später, aber im Moment habe ich durch sie gewisse Vorteile. Um die Sache hier voranzubringen, brauchen die Morkons einen diplomatischen Vertreter, der den anderen Gilden beibringt, wie die Sache hier läuft. Seit wann interessierst du dich für jemand anderen als dich selbst? Sei kein Arschloch. Ich bin schon oft genug für andere in die Schlacht gezogen. Und das weißt du auch. Noch eine Katze. Oh. Ah ja, ich erinnere mich. Habe ich ja ganz vergessen, das Nest in den Doch das ist lange her. Heute herrschen andere Regeln. Leitete. Und die wären? Schon mal rausgeguckt? Überall stehen diese dunklen Türme und überziehen das Land mit Krieg und Pestilenz. Wir sind hier unten blind und taub. Das Einzige, was wir von draußen wissen, ist das, was vereinzelte Vandalen auf ihren Raubzügen mitkriegen. Das reicht nicht. Wir müssen mit den Oberhäuptern der anderen Gilden irgendwie verhandeln. Sonst stehen wir ziemlich schnell alleine da und kriegen den Arsch aufgerissen. Nur, dass ich das richtig verstehe. Du willst als Diplomatin der Morkons mit den Oberhäuptern der anderen Gilden verhandeln. Was denn? Als wenn du bei den Arschgeigen hier jemanden finden würdest, der das besser könnte. Die meisten Morkons würden mir lieber ein Messer in den Hals rammen, als sich an einer solchen Sache zu beteiligen. Trotzdem muss ich etwas unternehmen, wenn wir hier nicht alle draufgehen wollen. Ja, aber... Was? Du bist eine absolute Vollkatastrophe. Undiszipliniert, unfreundlich und kriegst dich mit jedem in die Haare, der nicht deiner Meinung ist. Keine guten Voraussetzungen für eine Diplomatin. Tatsächlich? Das sagt genau der Richtige. Du Arschloch hast in den letzten Jahren auch nicht wirklich was bewegt. Ein saftiger Schlag in die Fresse gehört also nicht mehr zu deinem normalen Wortschatz, nein? Naja... Also dann hör auf, mich voll zu quatschen. Uli, geh nach Hause, du wurdest schon längst ersetzt. Du brauchst gar nicht noch zuhören. Ich bin auf der Suche nach guten Leuten und deine Fähigkeiten könnte ich dabei gut gebrauchen. Erzähl weiter.
Oben in der alten Bastion von Caracas versammeln sich Abtrünnige und Menschen, die gegen die Eindringlinge mit ihren dunklen Türmen kämpfen. Ich weiß das. Ich habe von euch gehört. Was glaubst du, warum ich dir von meinen Plänen erzählt habe? Keine Ahnung. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich unterstütze deine Scheiße da oben in deiner Bastion und du unterstützt meine. Was heißt das genau? Worauf lasse ich mich da ein? Die meisten Oberhäupter der anderen Gilden kriegen das große Flattern, sobald sie mich sehen. Also brauche ich einen Leumund und Berater, jemanden, der sich mit solchen Typen auskennt. Jemanden, der mich zu ihnen bringt und mir den Rücken frei hält, wenn es mal nicht so läuft wie geplant. Ich nehme dich gleich zu Red mit und hoffe, dass es nicht so läuft wie geplant. Okay, ich helfe dir bei deinem diplomatischen Zeugs und du wirst meine Waffengefährtin. Ich behalte dich im Auge. Na, Fresse. Na also, läuft doch. Dann schaue ich mir eure Gurkenklicke da oben in der Bastion erst einmal an. Ich möchte erst einmal sehen, worauf ich mich da einlasse. Ich wette, ich finde da nur einen Haufen alte Säcke und ein paar Säufer, die sich verlaufen haben. Du wirst es ja sehen. Also dann, wir reden später. Hey, und klopf mir nicht immer auf den Arsch. Sorry, mitkommen. Was denn? Na schön. Mist, sie kommt nicht mit. Dixon! Immer mal den looten. Mit Dixon reden und dann wahrscheinlich die Episode vorbei machen. Keine Zeit, Kumpel. Will eine rauchen. Nichts da. Das kannst du auch später tun. Ich habe aber jetzt Verlangen nach einer Kippe. Also spar dir die guten Ratschläge. Aber warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Die Statur, der Ausdruck. Du musst Jax sein. Sind wir uns schon einmal begegnet? Fehlanzeige. Woher weißt du denn, wer ich bin? Hab von dir gehört. Das ist alles. Hast irgendein Hokuspokus bei den Alps veranstaltet, richtig? Und dann bist du von der Bildfläche verschwunden. Wenn du es so nennen willst. Schätze, wir tragen alle unser Päckchen mit uns rum. Da sind wir beide uns nicht unähnlich. Aber dass es einen wie dich in dieses Rattennest verschlägt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Wenn nicht, zünd ich mir eine an. Du bist nicht von hier, richtig? Hab eine Zeit lang im Krater gelebt. War bei einem von Baxters Speichelleckern unter Vertrag. Einem Kopfgeldjäger, wenn du es genau wissen willst. Au. Hing wie ein Köter an der Leine. Hab jeden Auftrag angenommen. War eine Scheißzeit. Bin echt stolz drauf. Ah, dann müssen wir. Wir töten eigentlich. Wie bist du dann zu den Morkons gekommen? Glückliche Fügung, wenn man es so nennen will. War gerade dabei, meinen Auftrag zu beenden. Sollte einer armen Sau eine Kugel in den Kopf jagen. Abzug drücken und fertig, dachte ich. Dumm nur, dass auch die Abwerber mein Ziel ins Visier genommen hatten. War so konzentriert, dass sie mir nicht aufgefallen sind. Und als mein Schuss fiel, wollten die natürlich wissen, wer ihnen die Beute vermasselt hat. Der Knall hat meine Position verraten. Und gegen ihre Überzahl anzutreten, war sinnlos. Aber anstatt mich ins Grab zu befördern, bin ich hier gelandet. Die Seiten zu wechseln fiel dir wohl nicht schwer. Nein. Woanders hätte man mich auch nicht haben wollen. Die Berserker hassen alle, die mal aus Baxters Hand gefressen haben. Und von den Klerikern habe ich schon lange nichts mehr gehört. Dass die Alps keine Option sind, dürfte klar sein. Hier habe ich eine klare Linie, klare Regeln, ein klares Gefüge. Wolltest du nie zurück? In den Krater? Vergiss es. Wenn du aber auf dem Weg dorthin bist, könnte ich dir etwas mitgeben. Natürlich bezahle ich dich auch. Wirst auch nicht schwer tragen müssen.
Ich breche bald zum Krater auf. Gib mir die Lieferung. Mache ich. Hab das Zeug aber erst morgen zusammen. Da, eine kleine Stütze, damit du mich nicht vergisst. Nero hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Alles andere hätte mich auch überrascht. Aber noch ist keine Ratte zu mir durchgedrungen. Du erzählst mir das doch nicht etwa, weil du selber scharf auf die Splitter bist. Nee. Da. Nee. Mach dich locker. Ich will dir nichts. Gut gehustet, Freund. Aber wenn einen der Geldbeutel juckt, ist man besser vorsichtig. Ich will dir nichts unterstellen. Nur wäre mein Schädel mittlerweile ein guter Kerzenhalter, wenn ich jedem vertrauen würde. Oh. Alexei braucht Spenden für die Gefangenen. Und was halten die Resistenten davon? Gar nichts. Warum frage ich überhaupt? Von welcher Summe reden wir denn? Er braucht regelmäßig Splitter, ein paar reichen ihm nicht. Abdrücken kann ich schon ein paar, so ist es nicht. Ich weiß schließlich, was die armen Schweine durchmachen. Aber ich will auch keinen Ärger mit den Resistenten bekommen. Deshalb wird's nur eine kleine Summe. Nicht, dass sie sich daran stören. Hast du etwa Angst, ein Risiko einzugehen? Na schön, was habe ich schon zu verlieren? Je mehr Leute von außerhalb Morkons werden, desto besser. Muss ja nicht jeder einen Stock im Arsch haben, wie es bei den Resistenten der Fall ist. Alexei wird zufrieden sein, versprochen. Das ist gut. Das ist gut. Einen Händler haben wir. Wer ist es? Ist es mein Freund? Ratte. Ratte! Wo ist der Händler hier? So oberhalb? Verdammt. Ich brauche einen Händler. Dann ist die Episode auch schon vorbei. Wenn ich einen Händler finde. Ich bin verwirrt hier. Wo waren die Händler? Nein. Leute zum Reden. Oh, kann ich nichts machen. Noch immer nicht. Morkon. Das unten schaut nach Grotte aus. Ich will kein Gespräch verpassen. Ihr verdammten Maden! Wollt ihr wohl arbeiten? Los, los! Wie dieses hier. Hey. Sprich mich nicht an, Außenweltler. Okay, ich hab kein wichtiges Gespräch verpasst. Das schaut doch nach einer Händlerbude aus, oder? Der Typ. Sein Lager. Gibt's hier keine Händler? Versorger, geht doch. Kerle wie du bekommen bei mir nichts. Und warum? Da kommst du schon noch drauf. Okay. Halt, Fremder. Der große Khan möchte mit dir sprechen. Na endlich. Khan wird dir mitteilen, ob er dich bei uns dulden wird. Geh und rede mit ihm. Möge Ravak deinen Weg begleiten. Oh. Neugier kann tödlich sein. Hau bloß ab. Neugier. Das wurde auch Zeit. Verstehe. Laportisch. Kann ich mir schon Elix-Tränke machen? Oh. 1 von 3. Wirklich so viel wollt ihr? Mittlere Heiltränke kann ich mir machen. Ach, komm schon. Oh. Wie soll ich so viele Chemiepunkte zusammenbekommen? Ist doch unmenschlich. Mir wurde zugetragen, du möchtest dich bei uns aufhalten. Ist das ein Problem? Das wird sich zeigen. Jeder, der sich hier aufhält, hat zum Stillstand beizutragen. Du wirst arbeiten müssen, wie jeder andere auch. Wir können niemanden gebrauchen, der sich an unserer Gesellschaft laben will,
wie eine Ratte an Vorräten. Beweise mir, dass du in unserem Sinne handelst und willens bist, dich einzubringen. Was genau soll ich machen? Das werden dir meine Aufseher erklären. Genug der Worte. Ich werde mich jetzt wieder zurückziehen. Möge Ravak dich begleiten. Du hast den großen Khan gehört. Melde dich bei Tengis und Zarina. Sie werden dir Arbeit geben. Oh, okay, ich werde sie schon finden. Tengis, Zarina. Das Sorge war nicht der Typ. Hier was drin. Bett. Was willst du hier? Looten. Handeln. Meine ich. Warten, töten. Was war das? Ein Steinbrocken. Du weißt schon, dass ich dich sehe. Bist du jemand, der handelt? Einfach nur dreist. Goldener Teller, gratis. Gefüllte Ratte, Das klingt doch gut. Wo ist das Rezept? Ich brauche es. Das Rattenrezept. Nur wahre Diener Ravaks haben Zugang zu diesem Bereich. Bist du ein wahrer Diener Ravaks? Nein. Nein, besser nicht. Ich will doch nur einen Händler und Ratten töten. Dass ich krankes Rattenfleisch mehr machen kann. Oh, hier ist ein bisschen unübersichtlich. Morkorn. Hast du einen Namen? Ihr werdet nicht geklaut, klar? Das schaut doch noch Händler aus. Nein, das sind Tische. Sokutisch, hey. Kann ich wieder was kombinieren? Kleiner, ich habe nur einen roten. Ah, das wird noch aufbewahrt. Munition kann ich nichts machen. Schmiede kann ich. Pro Mann, pro Tag. Meister Tengis, wir werden mehr als eine. Willst du lieber nichts zu essen haben, hm? Wäre dir das lieber? Verzeiht, Meister, ich... Hinterfrage meine Entscheidung nie wieder. Ja, gelobt sei Ravak. Gelobt sei der Stillstand. Ja. Los, ab mit dir. Tschüss. Leben in Stillstand, Fremder. Du bist von weit her gekommen, wie ich sehe. Was willst du? Mein Einverständnis? Khan schickt mich. Natürlich tut er das. Jede Schraube, jeder Bissen Brot und jede Arbeit, die du möchtest, bedürfen meiner Erlaubnis. Ohne Ausnahme? Ja, Stand jetzt bist du ein ungebetener Gast in unserem Haus. Und bis jetzt bist du mir einen Grund schuldig, dass ich dir entgegenkomme. Khan hat mir gesagt, wenn ich bleiben möchte, soll ich für dich arbeiten. Du sollst für mich arbeiten? Ich bin der Herr des Stahls. Was ich nicht habe, lasse ich anfertigen. Und was ich verliere, lasse ich finden. Schon verstanden, du brauchst nichts. Dann gehe ich wohl besser. Warte. Verstehst du dich auf das Kriegshandwerk? Ach, da ich hier Patrick Stahl heiße, natürlich. Natürlich. Das dachte ich mir. Und jetzt hör zu. Du wirst einen Grund haben, warum du uns aufgesucht hast. Deinem Leben einen Sinn geben, der Isolation entkommen. Doch der Aufenthalt in der Grotte kann nicht ohne Gegenleistung erfolgen. Also wirst du tun, was wir von dir verlangen. Das heißt? Erfülle eine Aufgabe zu meiner Zufriedenheit. Oh, da klitscht wieder wer durch. Einverstanden. An Entschlossenheit mangelt es dir nicht, wie ich sehe. Aber bedenke, eine einmal getroffene Entscheidung hat Bestand. So will es unser Brauch.
Welche Aufgabe soll ich für dich übernehmen? Eine, die ich keinem Morkon anvertrauen kann. Warum? Weil ich das sonst schon getan hätte. Begib dich auf die Suche nach Ivan, einem unserer Kämpfer. Er soll unverzüglich zurückkehren. Außerdem steht es dir frei, dich bei unseren Händlern mit allem auszurüsten, was du für die Reise brauchst. Die Suche kannst du dir sparen. Was? Wieso? Ganz einfach, Ivan ist... Merk dir, was du sagen wolltest. Da sucht jemand Ärger. Komm mit. 10 steps ahead of you, man. Wer sucht Ärger? Ist das Ivan? Oh. Nein, ist nicht. Du schon wieder. Meister Tengis, ich... Du legst es wirklich darauf an, dass ich dich in die Blutzisterne verfrachten lasse. Habt ein Einsehen. Wir brauchen bessere Rüstungen. Die Schächte. Wenn Ravak entschieden hat, dass die Steine dich begraben, dann soll es so sein. Und jetzt verschwinde. Ich muss mich um etwas anderes kümmern. Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Also, was wolltest du mir sagen? Es hatte etwas mit der Aufgabe zu... Wegen Ivan. Ich höre. Er ist zurück. Wie ist das möglich? Ich habe dir doch gerade erst den Auftrag erteilt. Und woher willst du das wissen? Ich bin mit ihm zusammen hier angekommen. Das gefällt mir nicht. Was? Was stört dich daran? Die Abwerber hatten Weisung, mich unverzüglich über seine Rückkehr in Kenntnis zu setzen. Ich denke, in Zukunft werde ich ihnen gegenüber deutlicher werden. Mit Ivan werde ich weniger nachsichtig sein. Oh, wieso das? Weil ich den Verdacht habe, dass er gemeinsame Sache mit dem Feind macht. Anstatt sie zu erschlagen und auszuplündern, handelt er mit ihnen. Und das ist ein Verbrechen? Ja, und ich kann es ihm auch beweisen. Schon länger sind auf seiner Beute keine Kampfspuren zu sehen. Nicht ein Tropfen Blut haftet ihr an. Er kann sie also nicht mit Gewalt an sich gebracht haben. Das ist alles? Nicht doch. Du hast genug Zeit mit ihm verbracht, um meine Vermutung zu untermauern. Also, stimmt es, dass er mit dem Feind Handel treibt? Ivan wird in Geschütz genommen. Ivan entlasten. Du irrst. Er hat nichts getan, was euren Geboten widerspricht. Tatsächlich, wenn das wahr wäre, hat er nichts zu befürchten. Aber es wäre naiv von mir, allein auf das Wort eines Außenstehenden zu hören. In der Blutzisterne werden wir seine Unschuld feststellen. Diese Splitter sind für dich. Ich sehe deinen Auftrag als erfüllt an. Und diese, weil du mir Rede und Antwort gestanden hast. Vorerst gibt es nichts mehr, was du für mich tun könntest. Und nimm das hier. Das kleidet dich besser als die Lumpen, die du mit dir führst. Wenn Ivan dir noch etwas schuldig ist, such ihn besser auf. Nach der Behandlung wird er vielleicht nicht in der Lage sein, seine Rechnungen zu begleichen. Oh boy. Also, lass dir nicht so viel Zeit. Lass meinen Bruder Ivan in Ruhe. Sonst werdet ihr verrottet. Verrottet? Verkrottet in der Rotte. Oh, meine Drohungen sind schwach. Eure Gefangenen verrotten in den Käfigen. Wer tot ist, muss nicht ernährt werden. Und das findest du in Ordnung? Als Vertreter der Resistenten sehe ich keinen Sinn darin, Ungläubige von unseren Idealen zu überzeugen. Nenn mir nur einen Grund, warum ich anders darüber denken sollte. Wäre ich nicht gewesen, hättest du noch lange nach Ivan suchen können. Und das soll mir jetzt was sagen? Deine Haltung vergeudet Potenzial. Meine Überzeugung steht hier nicht zur Debatte. Ich kann nicht leugnen, dass du mir eine Hilfe warst. Aber die Gefangenen bringen Veränderung mit sich. Ein Umstand, den ich zutiefst ablehne. Alles, was ich verlange, ist, dass sie nicht verhungern. Ich werde sie nicht ernähren. Und deine Händler, was ist mit denen?
Die Ware ist für den Verkauf bestimmt. Wir haben nichts zu verschenken. Du wirst mir also nicht entgegenkommen. Ein Rabatt ist alles, was ich den Abwerbern anbieten kann. Sie werden weiterhin für die Nahrung bezahlen müssen, aber ich erlasse ihnen einen Teil der Summe. Klingt fair. Auch wenn ich es nicht gutheißen kann, dass du den Abwerbern hilfst, kann ich nicht verleugnen, dass du hilfst. Das war gut. Wirklich, das gefällt dir? Steht. Okay. Noch wer zum Reden hier? Hast du was Wichtiges zu sagen? Gut, dich zu sehen. Nein. Du, Namen. Okay, dann gehen wir hier mal verkaufen und dann in der Stadt weitersuchen. Tschüss.